Hallo und herzlich willkommen. Ich habe für euch für heute ein Ajourmuster vorbereitet, den ich, das ist meine Meinung natürlich, wofür du das nachher machst oder verwendest, ist natürlich eure Sache. Ich habe gedacht, diese Muster würde ganz toll aussehen, wenn wir den zum Beispiel nach dem Bündchen nur ein Rapport verwenden. Es ist ganz einfach zu stricken. Ich habe hier zwei Rapports gemacht. Und wie du siehst, wenn das weitergehen würde, dann sieht das bestimmt ganz toll aus für ein Pullover oder eine Strickjacke. Nur ein Rapport. Hier nach dem Bündchen. Diese Muster ist sehr einfach zu stricken. Es sieht vielleicht kompliziert aus, aber glaub mir, das ist wirklich ganz einfache Muster. Auch diese Skizze sieht kompliziert aus, aber die von euch, die schon ein paar Mal bei mir waren, und meine Skizzen sich kopiert haben, wissen, was die Zeichen bedeuten. Und auch diese Skizze kannst du dir bei Facebook kopieren und nach dieser Skizze weiter stricken. Ich habe hier schon einen Rapport gemacht, gestrickt. Und da möchte ich dir auch zeigen, wie das. Ich habe die eklige Stricknadel, die ich nicht besonders mag, weil die so hart hier sind. Ich wollte euch hier zeigen, ich habe hier am Anfang von 1. bis 8. Reihe haben wir nur linke Maschen. Die habe ich auch hier am Anfang gemacht, gestrickt. 8 Reihen. Das wäre gleich nach dem Bündchen. Jetzt hier die 31. Reihe habe ich angefangen mit 4 Reihen, nur linke Maschen, um diesen Abstand nicht zu groß hier haben. Wie du das machst, überlasse ich euch. So, jetzt vielleicht zu dem Muster. Hier haben wir nur linke Maschen, das kennst du schon, die Zeichen. Das sind die rechten Maschen. Dann haben wir Umschläge und dann kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen, aber überzogen. Und dann drei Maschen zusammen, auch überzogen. Das Ganze zeige ich euch jetzt ganz langsam. Wir stricken nur die rechte Seite zusammen. Die linken Seiten strickt ihr alleine. Das sind alle Maschen links. Denkt dran, die Umschläge, das ist ganz wichtig, dass du die Umschläge nicht vergisst. Und auf der linken Seite würden alle Maschen links gestrickt und auch die Umschläge stricken wir nach links. Wir stricken jetzt zusammen bis Reihe 25, bei die Reihe 27 und 29 strickst du genauso wie die Reihe 25. Das heißt, wir fangen jetzt ab der Reihe 9. Da siehst du, da strickst du entweder 8 Reihen, nur linke Maschen, oder so wie ich hier gestrickt habe. Da siehst du diesen Unterschied. Das sind nur 4 Reihen links gestrickt und das sind 8 Reihen links gestrickt. Wir fangen an mit der 9. Reihe und da haben wir, also noch was. Habe ich vergessen. Ein Rapport, das sind 21 Maschen,
plus zwei Randmaschen, die ich hier nicht aufgeschrieben habe. Das heißt, 20 Maschen Muster plus eine Masche für Symmetrie plus zwei Randmaschen. Wir fangen jetzt an mit der 9. Reihe. Ja, okay. Und die erste Masche ist die Randmasche, die hebe ich immer auf. Und dann haben wir eine Masche rechts, ein Umschlag und dann kommen 8 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann haben wir 3 Maschen zusammen, die sich nach links biegen. 2 Maschen heben, ohne zu stricken, Faden hinter der Arbeit. Die 3. Masche rechts stricken. Die 2 gehobene über die 1 gestrickte. Das sind 3 Maschen zusammen, die sich nach links biegen. Dann haben wir wieder 8 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein Umschlag. Und wenn du weiter strickst, das heißt, wenn du mehrere Rapports strickst, dann stricken wir die erste hier nicht, sondern fangen wir wieder hier mit einer Masche rechts, Umschlag und so weiter. Das ist nur diese Masche für Symmetrie. Wir haben jetzt diesen Umschlag gemacht. Da ich nur ein Rapport mit euch stricke, stricke ich auch diese eine Masche rechts. Und jetzt kommt meine letzte Masche, das ist die Randmasche, die stricke ich immer nach links. Das war die Reihe 9. Die Reihe 10 stricken wir alle Maschen links. Jetzt haben wir die 11. Reihe. Die erste Masche ist die Randmasche. Dann haben wir 2 Maschen rechts. Dann kommen 4-mal Umschläge und 3-mal 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also fangen wir an mit dem Umschlag. 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag. Wieder 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Noch ein Umschlag. Und 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Da stechen wir hier von der linken Seite und holen den Faden. Und noch ein Umschlag. Dann kommt eine Masche rechts. Drei Maschen zusammen, die sich nach links biegen. Überzogen. 2 heben. Eine stricken, die 2 gehobene über die eine gestrickte ziehen. Eine Masche rechts. Jetzt kommt ein Umschlag. 2 Maschen zusammen, die sich nach links biegen, überzogen. Eine Masche heben, eine Masche stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag und nochmal. Das war das 2. Mal. Ein Umschlag und wieder eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag, 2 Maschen rechts und die Randmasche. Das war die Reihe 11. Die Reihe 12 stricken wir alle Maschen
links. Wir haben jetzt Reihe 13 und erste ist die Randmasche, dann haben wir drei Maschen rechts, 1, 2, 3, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, ein Umschlag, nochmal zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, Umschlag und das letzte Mal zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Da stechen wir hier von der linken Seite und holen den Faden. Und noch ein Umschlag. Dann kommen unsere drei Maschen zusammen, überzogen. Zwei Maschen heben, eine Masche stricken, die zwei gehobene über die eine gestrickte ziehen. Jetzt haben wir einen Umschlag, zwei Maschen, die sich nach links biegen, überzogen, eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag und nochmal eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag und das letzte Mal eine heben, eine stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag und drei Maschen rechts. Und die letzte Masche ist die Randmasche. Das war die Reihe 13. Die Reihe 14 stricken wir alle Maschen links. Wir sind jetzt bei der Reihe 15 und die erste Randmasche. Dann haben wir vier Maschen rechts. 2, 3, 4. Ein Umschlag. Zwei Maschen, das gehört hier. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Wieder ein Umschlag. Noch einmal zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Und noch ein Umschlag. Und dann kommt eine Masche rechts. Dann haben wir drei Maschen zusammen überzogen, zwei heben, eine stricken, die zwei gehobene über die eine gestrickte ziehen. Eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen überzogen, eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Wieder ein Umschlag und nochmal eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Und noch ein Umschlag und dann haben wir vier Maschen rechts. 1, 2, 3 und 4 und bei mir ist die Randmasche, die stricke ich immer nach links. Das war die Reihe 15, die Reihe 16 stricken wir alle Maschen links. Reihe 17, 5 Maschen rechts, eine Randmasche und dann 5 Maschen rechts, 3, 4 und 5, ein Umschlag, 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, ein Umschlag, 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Soll ich ein bisschen locker machen? So. Und noch ein Umschlag. Dann haben wir die drei überzogene. Zwei Maschen heben, die eine Masche stricken und die zwei gehobene über die eine gestrickte ziehen. Dann kommt wieder ein Umschlag und zwei zusammen überzogen, eine heben,
eine strecken, die gehobene über die gestreckte ziehen. Wieder ein Umschlag und noch einmal eine heben, eine strecken und die gehobene über die gestreckte ziehen. Ein Umschlag und fünf Maschen rechts. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Und die Randmasche. Das war die Reihe 17, die Reihe 18, alle Maschen links. Wir sind jetzt bei der Reihe 19. Erste ist die Randmasche, dann haben wir 6 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Umschlag. 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag, eine Masche rechts. Dann haben wir 3 überzogen, 2 heben, eine stricken, die 2 gehobene über die eine gestrickte ziehen. Dann kommt wieder eine Masche rechts, ein Umschlag und 2 zusammen überzogen. Ein Umschlag und 6 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und bei mir ist die Randmasche nach links. Das war die Reihe 19. Reihe 21. Die erste ist die Randmasche. Dann haben wir 7-mal rechte Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Dann haben wir einen Umschlag und 2 Maschen rechts zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag. 3 Maschen zusammen überzogen, 2 heben, eine stricken, die 2 gehobene über die eine gestrickte ziehen. Dann kommt wieder ein Umschlag, 2 Maschen zusammen überzogen, eine heben, eine stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag und 7 Maschen rechts. 3, 4, 5, 6, 7 und die Randmasche. Das war die Reihe 21, die Reihe 22, alle Maschen links. Reihe 23. Eine Randmasche und dann haben wir 8 Maschen rechts. 2, 4, 6, 8, ja. 8 Maschen rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann kommt ein Umschlag, eine Masche rechts, 3 Maschen zusammen überzogen, 2 heben, eine stricken, die 2 gehobene über die eine gestrickte ziehen. Dann haben wir eine Masche rechts, ein Umschlag und wieder 8 Maschen rechts. 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die Randmasche. Das war die Reihe 23, die Reihe 24, alle Maschen links.
Wir sind jetzt bei der Reihe 25 und wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Reihe 25, 27 und 29, die strickst du gleich, so, da ändert sich nichts. Das heißt, wir machen jetzt zusammen die Reihe 25 und dann komme ich wieder bei der Reihe 30. Ja, okay, die Reihe 25, da fangen wir an mit der Randmasche und dann haben wir 9 Maschen rechts. 2, 4, 6, 8, 9. Jetzt stricken wir 9 Maschen, nur rechte Maschen. 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Dann machen wir einen Umschlag, 2 Maschen heben, ohne zu stricken, eine Masche nach rechts stricken und die 2 gehobene über die eine gestrickte ziehen. Dann haben wir wieder einen Umschlag und 9 Maschen rechts. 4, 5, 6, 7, 8 und 9 und die Randmasche. Das war unsere Reihe 25, die 26, da stricken wir alle Maschen nach links. Ich habe jetzt meine 29 Reihen fertig. Jetzt stricke ich die Reihe 30. Da sind nur linke Maschen. Die erste ist die Randmasche. Und möchte euch noch sagen, es ist sehr wichtig, dass du die Umschläge nicht vergisst. Erstmal das, weil das sind dann unsere, da ist unser Ajour, dadurch entsteht das. Und auch sehr wichtig, dass du auf der linken Seite immer, jetzt kommen wir zu dem Umschlag, dass du die Umschläge hier auf der linken Seite auch links strickst. Da haben wir dadurch unser Ajour ganz toll zu sehen. Das ist jetzt, wie gesagt, meine 30. Reihe. Und jetzt sage ich dir gleich, ich bin gleich fertig. So. Und die letzte ist die Randmasche. Okay. Das war die 30. Reihe. Wie du siehst, so sieht das aus, wenn das fertig ist, übereinander. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Rapport und 2 Rapports nach oben. Jetzt überlasse ich euch das, ob du, so liegen wir das, ob du am Anfang und dazwischen die 8 Reihen linke Masche strickst, dann hast du so das wie bei mir hier zu sehen. Oder du nur 4 Reihen strickst, dann ist das so. Dieser Abstand zwischen den beiden Rapports. Hier kommt natürlich, wenn du eine Jacke, Strickjacke strickst oder ein Pullover, da kommt natürlich noch ein Bündchen dazwischen. Deswegen würde ich sagen, es reicht, wenn das nur 4 Reihen sind. Ich habe hier die 8 Reihen aufgeschrieben, weil so habe ich das in Zeitung gefunden mit 8 Reihen und das habe ich nur jetzt hier ausprobiert mit den 4 Reihen linke Maschen. Meine persönliche Empfehlung, ich würde diese, zum Beispiel ich persönlich würde diese Muster nicht für ganze Pullover oder für ganze Strickjacke stricken, weil das ist mir zu viel. Was du damit machst, wie gesagt, überlasse ich dir. Ich kann mir gut vorstellen, nach dem Bündchen nur bei einem Pullover nur ein Rapport
mit dem Muster ganz, unten zu strecken und dann vielleicht glatt. Aber das, wie gesagt, das machst du so, wie du das am besten schön findest. Das ist nur meine Meinung und das musst du nie, nicht so machen, wie ich das mag oder wie ich das möchte. Hier hast du Beispiel übereinander, nebeneinander. Kannst machen, wie du das willst. So, das jedes Mal findest du bei Facebook. Kannst dir das kopieren. Und ich hoffe, ich habe euch nicht viel versprochen, dass das einfache Muster ist. Ich habe mich gefreut, dass du wieder bei mir vorbeigeschaut hast. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder den Weg zu mir findest. Das war's für heute, für diesen Moment. Ich sage herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Eure Mira.